Moin, moin, Leute. Weiter geht's mit dem Microsoft Flight Simulator 2020 und ich zeige euch Bremen. Und heute fliegen wir ein bisschen im Nordosten Bremens durch die Gegend, also Unigelände, Mercedes-Werk, fliegen wir mal rüber. Dann so ein bisschen Golf Range und dann Richtung Oberneuland, Osterholz, Hemelingen und dann machen wir wie immer irgendwo eine Notlandung. Okay, los geht's nach dem kurzen Intro. So, da steht unsere Pipistrel schon wieder ready to take off, zum Abflug bereit. Da haben wir noch den Motor aus, weil wir wie immer eine Notlandung machen zum Schluss. Und dann starten wir mal. Release Brakes. Gucken. Mein Seitenruder ist immer noch über Tastatur hier, so ein bisschen behelfsmäßig. Aber das geht. Für den Start reicht das aus. So. Wir fliegen jetzt vom Flughafen über die Neustadt. An der umgedrehten Kommode vorbei. Richtung erstmal Bürgerpark, würde ich sagen. Und dann arbeiten wir uns Richtung Osten vor. Hinten sehen wir die Innenstadt, da ist die umgedrehte Kommode, die so heißt, weil sie so aussieht. Eigentlich ist es das Wasserwerk, das ehemalige. Ja, Innenstadt und Wallanlagen und so habe ich ja schon in anderen Videos gezeigt. Könnt ihr sonst gerne nochmal anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und dann kommen wir jetzt geradeaus auf den Bürgerpark zu und ich mache mal die Außenansicht, da kann man ein bisschen besser gucken. So, linker Hand Bahnhof, Messegelände, Stadthalle, ne? So, was haben wir hier? Schon wenig Frames gerade sehe ich. Ja, hier ist der Bürgerpark. Und vor uns sieht man schon den Fallturm im Unigelände. Aber hier linker, da ist jetzt genau der Holm vor. Das Universum müsste da sein. Diese Auster, die wir da schön glänzen haben. Also das ist hier Universum, da kann man immer mal schön hingehen, in den zweiten viereckigen Gebäude sind dann auch Zusatzausstellungen, also wenn man Kinder hat, sollte man sich das unbedingt mal anschauen, da kann man 1000 Experimente machen, alles mögliche probieren, schon sehr interessant. Dann haben wir hier das Unigelände, ich mache das gleich auch nochmal mit der Außenansicht, aber hier haben wir den Fallturm, der ist vor zig Jahren mal modifiziert worden, insofern, dass man nicht nur einfach einen Gegenstand von oben fallen lässt, um die Schwerelosigkeit zu simulieren, sondern indem der Gegenstand dann nach oben katapultiert wird und im Prinzip im Aufstieg schon schwerelos ist und dann im Herunterfallen auch noch. Somit konnte die Zeit dann, ich sag jetzt mal, weiß ich, von 8 Sekunden auf 14 Sekunden oder so erhöht werden für die Experimente. Ja. Aber sonst bin ich jetzt hier bei Uni auch nicht so der Experte, der euch da alles im Detail sagen kann, wo ist hier Mensa oder was weiß ich, welcher Trakt ist was. Ist halt ein richtig großes Gelände. Da kann man irgendwie langlaufen, auch ich glaube hier ist Bibliothek und so. Und dann direkt neben der Uni haben sich einige innovative Firmen angesiedelt, wie auch natürlich Wohngebiet für Studentenwohnungen und sowas, Wohnheime, Studentenwohnheime.
Jo. Und noch einen kleinen See. Dann fliegen wir mal weiter Richtung. Ja, ich würde mal sagen, Mercedes und Golf Range. Müssten eigentlich da hinten sehen wir schon die Golf Range. Da fliegen wir da erstmal hin, würde ich sagen. Also, das ist jetzt hier. Mein Mauszeiger ist woanders, weil ich hier eine andere Auflösung habe. Ich muss hier mal auf meinem Kontrollmonitor gucken. Also, das da oben ist die Rennbahn. Das soll ja alles abgerissen werden und da gab es ja einige Bürgerbefragungen, was da nun hinkommen soll, Wohngebiet oder Naturschutz oder soll so bleiben oder was weiß ich. Aber nach meinem Stand kommt das hier alles weg. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Golf Range, ob man da jetzt noch Golf spielen kann, überhaupt keine Ahnung. Aber der Rennbahnbetrieb, der ist sowieso schon eingestellt. Schade, dass ein schönes Hotel gebaut worden ist. Ich muss wieder da gucken, da ist ein Hotel gebaut worden. Dieses hier gehört zur Golf Range selbst. Also das ist sozusagen das Clubhaus, wie man sagt. Hier sind so überdachte Abschläge. Ich muss wieder da gucken. Hier sind überdachte Abschläge. Hier kann man dann essen noch und so weiter. Hier ist die Driving Range und Übungsanlagen links und rechts. Und hier hinter ist dann dieser kleine 9-Loch-Golfplatz. Sehr schmal, sehr schlank und für Anfänger schwierig zu spielen, weil die Rennbahnanlage sofort aus ist und man dann Strafschläge bekommt. Also sehr enger Golfplatz. Hier haben wir auch so ein Inselgrün, was auch noch so ein bisschen gewölbt ist wie ein Fußball. Also da drauf liegen zu bleiben als Anfänger ist schon recht schwer. Hier haben wir jetzt Mercedes-Werk. Da sieht man hier die Teststrecke, wo die dann ihre Autos testen können oder ja, halt Testfahrten machen können. Hier sind die ganzen Parkplätze für, ich meine, für Zulieferer oder Besuch und so weiter und so fort, wie die ganzen LKW-Wartespuren hier sind. Wollen wir mal rechts rausgucken aus dem Fenster. Schon riesig, das Werk. Hier unter der Hochstraße kann man dann auch durchgehen. Schnell. Und dann geht das auf dieser Seite sozusagen weiter, das Mercedes-Werk. Ja, ja, ja. Alles gut. Das ist schon beeindruckend groß. Hier ein Presswerk und Fertigungsstraße und was jetzt wo genau ist, muss ich gestehen, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber das ist schon beeindruckend groß. Wir haben auch manchmal so einen Tag der offenen Tür, sag ich mal, wo man sich das anschauen kann. Das ist dann schon echt interessant. Wenn man Glück hat, da irgendwie an eine Karte kommt, das sind dann auch Veranstaltungen. Jetzt zu Corona-Zeiten ist natürlich alles eh gecancelt, aber das wird ja auch mal alles wieder gut. Und dann kann man sich da alles schön anschauen, da ist genug Unterhaltungskram dann auch, dass einem nicht langweilig wird. Und auch fürs leibliche Wohl wirkt da immer gut gesorgt. Wenn man da die Chance hat, mal hinzukommen, sollte man das auf jeden Fall machen. So, da fliegen wir nochmal ein Stück weiter. Richtung Osterholz. Dann haben wir Osterholz-Zinebe. Klein Manhattan auch genannt. Weil das sind halt die einzige Ecke hier in Bremen, wo so ein bisschen Hochhaus-Flair ist. Das ist halt viel Wohnraum damals geschaffen worden, als es in Bremen knapp war. Ich weiß nicht, 70er Jahre war das wohl so. Nach dem Kinderboom. Und ja, mittlerweile ist es jetzt nicht gerade so die schönste Ecke zum Wohnen, aber damals wurde halt dringend Wohnraum benötigt und heute machen wir alles Mögliche, um diese Gegend dann attraktiv zu gestalten. Direkt hinter der oder vor der Autobahn.
Ist halt so ein bisschen auch Brennpunkt und Krisengebiet hier. Ja. Aus heutiger Sicht nicht unbedingt die schönsten Gebäude Brems. Aus heutiger Sicht, ne? Ja, hier kommen wir jetzt zum Weserpark. Hier gibt es auch Kino- und Bowlinganlage. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine, das ist mal abgebrannt, ne? Das Stallpalast, ne? Hornbach, wie man sieht. Ja, Weserpark sieht hier noch so ein bisschen baustellenmäßig aus, der Parkplatz. Also die 3D-Scans scheinen doch schon einen Ticken älter zu sein, ne? Weil das ist ja, wie lange ist das denn schon fertig? Oder haben die das mal umgebaut zwischendurch? Gehen wir mal ein bisschen höher. Und das hier weiß ich gar nicht. Ist das hier so ein Schwimmbad oder so ein Tropenhaus oder was? Sieht so aus. So. Da fliegen wir mal weiter Richtung Hemelingen. Mahndorf. Da haben wir das Vita-Kraftwerk, ne? Sieht man ja immer oft von der Autobahn. Wenn man beispielsweise aus dem Urlaub nach Hause kommt, dann sieht man das immer. Dann denke ich immer, ah, wenn du da erstmal bist, dann bist du schon so gut wie zu Hause wieder. Na, so sieht man es ja so ähnlich. Hier von der Autobahn vorbeifliegt, ne? Machen wir mal ein bisschen waghalsiges Manöver hier, um wieder in unsere Richtung zu kommen. So, das vor uns ist der Mahndorfer See mit seinen zwei kleinen Inseln. Auch ein schöner Badestrand noch. Autobahn. Oh, da liegen sogar Leute, wa? Ja, und dann fliegen wir jetzt hier weiter Richtung Hemelingen, ne? Hinten am Horizont sieht man auch schon wieder die Weser. Und das Ende vom Werdersee. Hier auch alles Industriegebiet.
Rechts müsste dann jetzt Mercedes sein ungefähr, ne? Machen wir mal noch einen kleinen Schlenker hier rüber. Wie gesagt, hier im Hintergrund Weser, Weserwehr, SWB Tower. Fliegen wir noch einen kleinen Schlenker und dann würde ich sagen, das reicht das auch für diese Aufnahme. Dann machen wir einfach irgendwo wieder den Motor aus. Und versuchen, Notlandung irgendwo hinzuzimmern. Ne? Ja, ich denke mal. So. Oh! Motorschaden. Dann gucken wir mal. Was haben wir? Speed? 80 Knoten, oh, vor uns so viel Grünfläche, ja, das ist ja fast so einfach, wa? Wo landen wir denn da? Ein bisschen Speed abbauen. Und dann auf dieser Wiese hier landen, würde ich mal sagen. Da haben wir auch keinen irgendwie, den wir gefährden. Sollten wir allerdings noch über die Büsche rüberkommen hier, damit wir da hinten landen können. Wird ein bisschen knifflig, weil so ganz viel S-Speed haben wir nicht mehr. Schaffen wir. So, und hier landen wir dann. So, eine Notlandung muss nicht schön sein und nicht sanft. Hauptsache heil runterkommen. Und das sind wir. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.